Hallo Gamer Freunde und Ladies, herzlich willkommen zu einer kleinen, feinen, schnellen Abendrunde. Bevor wir abdriften in die Fantasiewelt, noch ein klein wenig Tales of Arise. Ja, der letzte Stream war echt fantastisch, was die Story betrifft von Elfen. Sehr gut gemacht und ja, jetzt sind wir hier. Und sprechen jetzt erstmal mit unserer Gruppe. Mal sehen, was da kommt. Denn wir müssen ja noch zu Shion. Okay. Gut, hier ist nichts versteckt. Ah, muss man nochmal nachladen. Ja. Ah, okay. So gut. Und Schnellreise ist aktiviert. Gut, gut, gut. Distillum. Ja, sieht auf jeden Fall hier sehr friedlich aus. So. Kuh, die Kuh. Ich musste viel Tod um mich herum überleben, um dahin zu gelangen, wo ich jetzt bin. Sowohl als Sklave als auch auf dem Weg hierher. Jetzt will ich nur noch den Rest meiner Tage in Ruhe und Frieden leben. Also bitte macht keinen Ärger, während ihr hier seid. Nein, nein, das machen wir nicht. So, Doalim haben wir hier. Wo zum Teufel sind wir? Ich sehe hier allerlei Bäume, die ich nicht kenne. Gibt es irgendwie. Gibt es irgendeine Hoffnung, dass wir nach Maagzaar zurück können? War irgendwas zum Einsammeln? Ah, hier eine Kiste. Rind.
Gasthaus. Ah, okay. So, wir haben jetzt FP 285, 2444 von 2444. 316 Genesung. Ah. Der Anime-Style. Okay, das ist jetzt Gasthaus. Wir reden aber erstmal mit denen hier. Denn dann wissen wir mehr. Ich habe überall nach ihm gesucht, aber ich kann Mahava einfach nicht finden. Moment, Mahava, das ist doch der. Genau, das ist doch der Captain, oder? Naja, mit dem haben wir doch. Mit dem haben wir dann noch gesprochen. Kann ich mich doch entsinnen. Okay. Verdammt, warum musste er der Einzige sein, der mit dem Schiff untergegangen ist? Ah, ja, der Captain geht zuletzt. Das ist die Pflicht. Ja. Bist du einer der Flüchtlinge aus Pelagon? In dem Fall muss ich dich vor etwas warnen. Unser Dorf ist geheim. Unternimm zum Schutze aller bitte nichts, was René Aufmerksamkeit erzeugen könnte, ja? Das ist extrem wichtig. So wie bei den Amazonen. Gut, ich sehe hier nichts, das verdorben oder giftig ist. Es ist wichtig, dass wir hier alles, was wir essen, gut untersuchen. Es gibt hier keine Ärzte oder Medizin, ein Fehler und wir haben Probleme. Puh, ja, das ist echt nicht ohne und ich sehe gerade, dass wir hier ganz viele Sachen haben. Das ist ja cool. Eine natürliche Weste, eine Weste aus, die sich aus Naturmaterialien. Laut Hersteller kann man mit der Weste als sein wahres Selbst im Einklang mit der Natur leben. Okay. Nicht schlecht. Widerstandsring 1. Ein Ring, der Schaden von Elementarangriffen reduziert. Beliebt bei Danaischen Widerstandsgruppen. Als Mittel gegen Renéischen Astralartes. Ja, 10 könnte man ja da nehmen. Und wäre sehr gut geschützt. Elixier. Sehr gute Heilung. Und 11.550 Gold. Oh, das ist sogar noch ein Stückchen mehr, als wir beim ersten Mal bekommen haben. Nice. Das passt ganz gut, weil hier wieder der Händler ist. Beziehungsweise auch drin im in der Unterkunft. So, können wir eigentlich weiter raus? Ja, doch, können wir einsammeln. Fisch. Meerbrasse. Können wir hier rausschwimmen? Nein, das können wir nicht. Naja. So. Mit dem haben wir nicht gesprochen hier. Das ist abgehakt. Das ist nicht abgehakt. Wie es scheint, gab es ein großes Schiffsunglück. In letzter Zeit wurden Menschen und Dinge mit der Flut angespült. Bitte, leg endlich ein paar Eier. Ich will in meinem Leben ausnahmsweise mal was anderes als Fisch essen. Oh. Aha, da geht's dann in das neue Gebiet, okay. Wir ernähren uns hier hauptsächlich von Fisch und den wenigen Feldern, die wir im Dorf bestellen können. Manchmal gehen wir auch in den Wald, um zu jagen oder Obst zu finden. Aber das ist ein riskantes Unterfangen, daher können wir es nicht oft wagen. Die Ernte wächst prächtig und gesund heran. Die sehen aus, als wären sie echt lecker, wenn sie erntereif sind. Stimmt.
Nehmt euch nicht einfach Essen, ohne zu fragen. Unsere Feldfrüchte sind eine lebenswichtige Ressource, die wir hier mit allen teilen. Ja. Wir reservieren. Ich habe noch nie Danäer getroffen, die nicht zuvor aus Legion geflüchtet waren. Ihr verratet uns aber nicht an ihre Nähe, oder? Nur, um sicher zu gehen. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wer ist denn das hier? Neuformierung? Moment mal, was? Wer? Hier ist Doalim, hier ist Rinwell. Ach, hier. Ich bin überrascht, dass ich nach dem schlimmen Schiffsunglück überhaupt noch lebe. Ja, das ist gut. An der Küste dort wimmelt es vor Zeugeln. Ich werde euch nicht aufhalten, hinzugehen, aber bitte bringt keine zurück ins Dorf. Machen wir nicht, wir besiegen die vorher. Gut, fangen wir mal an mit Kisara. What do you see out there? Zoogles. Strays by the looks of it. We unwittingly disturbed their territory on our way here, and now they're looking pretty riled up. So, feel like you're making headway? You know, sorting through things? All I know is Shion needs our help. As for what happens after that. Say, how did you get back down here from Lenegas anyway? I came down in a Renan starship. I have Naori in to thank einem for Raumschiff that. Bist du What hergekommen? Happened to Puh. Her? Did she come with you? She stayed behind. Just as I wanted to get back to Dana and my people, Naori's place was with her fellow Renans, performing her duties as the maiden. Neither of us asked for the power or roles we were given. I suppose we felt a kinship with each other in that sense. But even then. Wait, so you mean it wasn't just Danans like you that Lenegas abducted? You're saying they forced Naori, one of their own, to serve against her will as well? Even within Renan society itself, there exists a hierarchy. I don't think she was ever given the option to refuse. Despite that, she did everything she possibly could to serve her people. The very same ones I ended up slaughtering. And even after that, she still helped me escape back to Dana. She stayed behind on Lenegas to help any of her people who survived. I owe her more ja, than die hat ja gesagt, lebe express. Für mich. A dead left to fester for what? 300 years? Wie ist er überhaupt so alt geworden? Was haben die da gemacht, genau? Ich muss es wissen. In all honesty, you don't. You can't atone for what's happened in the past. I don't think anyone can. Be it several centuries ago or just yesterday. What are you saying? I might as well give up. Was? Hier wird überhaupt nicht aufgegeben. You don't have to be a white knight in shining armor. Back after my brother had passed away. It was you who told me that his dream lived on inside me. And you did the same for him, for Dohalim, when he was ready to give up too. You were there for both of us. You know what I heard? I heard you telling me to keep fighting, to strive no matter what. Then I was out of line. I had no right to ask that of you. No, you're wrong. Those words were exactly what I needed to hear at the time. In fact, I would go as far as to say that I wouldn't even be here had I not heard them. Left to my own devices, who knows when I would have been able to pick myself up. Besides, it's not like killing all those people was a choice that you made of your own free will, right? The truly terrible ones are the people who abducted you. The ones who forced you to wield that power. They're the ones you should be blaming. Not only that, but that guilt you feel inside? That's all the proof you need to know you're a good person, Elfin. Do you understand? If I'm still allowed to fight and keep on living, then damn it, Elfin, so the hell are you.
But if you're still not convinced, then ask yourself this. What is it that you've really been fighting for this whole time? Go on, ask yourself. What I've been fighting for, huh? Das war ein gutes, tiefes Gespräch. Toll, toll, toll. Huch. Eris, ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Damit gerechnet, dass überhaupt noch jemand den Weg spät hier reinfindet. Danke für die Bewirtung. Hallo. Entscheidet sich wieder ins Bett. Ja, ja. Schön im Bett bleiben. Wie geht's? Woanders könnte ich dir das Geheimnis verraten, wie man so alt wird. Was? Woanders? Aber das gibt es nicht als neueres Spiel. Mhm. Nur als richtig altes Bücher und Serie? Aber Bücher klingt gut. Serie ist immer nie alt. Bücher sind alt. Teilweise besser? Gut, dann ist der eine Teil schon mal besser. Das ist gut. Dann fehlt nur noch der andere. Oh, was? 30 Bücher? Ja, das ist schon eine Menge. Aber das sind doch bestimmt Romane oder sowas, was? Ja, aber nur dank Tropfen. Ein Hoch auf die Tropfen. Ja. Ich denke, es wäre eine gute Gelegenheit für dich, mal über die Dinge nachzudenken. Ja. So, was sagt er? You're certainly full of surprises, aren't you? Trust me, it's not intentional. Sorry, that was insensitive of me. Though, there's still an awful lot I wish I could understand. Every new piece of information seems only to yield further mysteries. The truth feels just as elusive as when we first started. Mm. I am well aware of where you got your powers. But why, as a Danon, do you bear the same crest as the current Renan Sovereign? More to the point, why choose a Danon for their Sovereign in the first place? And then there is the Maiden, a figure so powerful, she's playing yin to the Sovereign's yang in esoteric ceremonies. And yet, I've never even heard of her. Then again, this all occurred 300 years ago. What if the term Sovereign, ja gut, vor 300 Jahren ist natürlich alles anders gewesen, ne? Listen, Bardo 1 im Jahr ist aber noch viel mehr, und die Anfänge des einzelnen Bücher nimmt, wie sie auch waren. Ah, okay. Listened rapt to the same tales. And yet now I feel like there was little truth to any of it. Speaking of which, there's something else that I remember from the spirit channeling ceremony. It used the Renis Alma. You're certain? Yes. Or at least that's what they called it. Only you would know if it was one and the same. Oh, I have never laid eyes on the real artifact myself. And you never participated in a crown contest. You're not even Renan. Many mysteries lay buried in these 3 centuries past. Ah. 3 centuries is more than several lifetimes. Was das wie really bewusstlos. Well, I'm only estimating based on historical record. Wenn du 300 Jahre bewusstlos bist und wachst auf, dann wachst du ja nicht mehr auf, weil dann bist du nicht mehr da. If I may be frank, we have even bigger fish to fry than that. By comparison, the far more important question at hand is, just what does it all mean? Frank, huh? Sometimes we need a little help in addressing the truth behind our pain. Yeah. Not to compete over lives lost, but I suspect your count is still somewhat beneath mine. Thanks for lending me an ear, and sorry for being a bother. Please, no thanks are necessary. The quicker you get back on your feet, the sooner we can all get back out there. Ja, die Tropfen sind, dass ich besser abrüsten kann und dazu Tablette, und ich konnte sogar schon mit Abstand mit den anderen eine kleine Tasse Kaffee trinken. Ach, das ist aber nett. Schön.
Ah, Abstand. Wir sollen darüber nachdenken, was getan werden muss. So, hier ist Rinwell. Rinwell. Ganz schnell. All this time I thought it was the worrying about Xion and the pain bringing you down. I didn't realize you were lonely too. I guess all of us are, in one way or another. Yeah, but you've only just found out. I mean, no, not found out. Remembered. To tell you the truth, I was actually beginning to forget I'd even lost my memory in the first place. Now that it's returned, I... Well, you can see what I'm like. It's strange. When I think about Lenegas, it still feels like it was only a year or two ago that I was there. Ja. But then I realized what feels like years was actually die Bedingung war, dass ich am Couchtisch sitze. Okay. Do you know if it's still there? I doubt it. When the Renans invaded, the world as I knew it changed overnight. Der Couch ist es ganz gemütlich. Even if the place is still there physically, I expect the people will be long gone. Ja, stimmt, nach 300 Jahren ist niemand mehr da von deiner Linie. My friends. Yeah, I know how that feels. I have no home to return to either. No family waiting for me. I used to curse my bad luck that I'd ever been born a mage in the first place. Otherwise, if I hadn't, maybe my mother and father would still be alive today. Although if that had been the case, I guess I'd probably still be just another slave with no means to resist. I'd never have met up with you guys, that's for sure. Have you learned to embrace your powers yet? Nuh-uh. I resent them a little less than before, though. They've kept me alive this long, right? I try not to think about it too much. After all, who can predict what the future will hold? I guess what I'm trying to say is that with everything that's happened in your past, finding out you're the sovereign and all, it's no wonder you're conflicted. Heck, honestly, I think anyone would be. Rinwell. First it was Xion, then it was me, and now it's you. All of us suffering, just because of some power we never even asked for. Yeah. All this time you were suffering right in front of me, and I never even knew. I feel like I finally understand what you and Xion were going through. You couldn't have known. Still, if you want to make it up to her, shouldn't we hurry it up and rescue her already? Poor Xion must be lonely, all by herself wherever she is. Oder nicht? Yeah, you're right. Let's get going. So, jetzt haben wir mit denen hier ungesprochen, jetzt müssen wir irgendwie hier hoch. Okay, ich gehe erstmal außen rum, weil hier ist noch jemand anders. Ach hier. Law. Alfin, are we gonna go rescue Xion or what? What's gotten into you, man? Aren't you worried about her? Do I even have any right to be? If you were in my place, you'd say, to hell with all that. What do you want to do? Sounds like me. Pretending I have all the answers is kind of my forte. Come on, man, snap out of it. This isn't like you. Look, I get it. You finally remember your past, only to feel like you've lost yourself again. You're in shock, and who wouldn't be? Worse still, you blame yourself for what happened. And yeah, I don't agree, but that doesn't mean I don't understand either. Yeah. But here's the thing. None of that's got anything to do with Xion. I guess. It's about Naori, isn't it? Look, you're still here, aren't you? Who's to say this chick isn't alive and kicking out there somewhere too? Na, ob die noch lebt? Fine, I've said my piece. The thing is though, where does this leave Xion? Das klang schon so wie so ein Auf Wiedersehen.
My power consumed me once already. I left behind a path of fire and destruction. And the same thing could happen again. I can't guarantee anyone's safety, including Shion's. So you think we might get burned up because of your sovereign powers? I can think of worse ways to go. Come on, fight this thing! What happened to the guy who talked to me after my dad died? The one who cared enough to reach out and save me? That's the guy I was proud to follow. Not this faltering imposter who's taken his place. Law. No, I'm serious. What's gotten into you, man? Just give me the word and I'll beat some sense into you if that's what it takes. Now, I'm gonna ask you this once and only once. Are you serious about rescuing Shion or not? What's it gonna be, Alfin? What do you think? Of course I want to rescue her. Hell, I'd do it right now if I could. So then quit griping and do it already! Listen, you're probably right about all this. Alfin. It's exactly like you said. Whatever happened in my past has nothing to do with Shion. But there's still so much that I... There I go again. So much for the inspiring Alfin of old. He could be a pain sometimes. Besides, even a hero has to let the cracks show once in a while, right? Yeah, I guess you're right. Just give me a little more time to fill in the cracks. And thanks, Law. Hey, don't even mention it. You've totally got this, Alfin. I believe in you. Sehr schön. Back to the inn, I guess. Kehr zum Gasthaus zurück. Ich glaube an dich. Ja. Dankeschön. Das heißt, die anderen Sachen sollen wir jetzt... Also hier und hier sollen wir noch gar nicht hingehen. Okay. Gasthaus. Ja, ist klar. Oh, der Himmel sieht gut aus. Oh, hier. Das ist Legoland. Ja, so war das, glaube ich. So. Alfin! There you are! What is it? Zoogles, that's what! They're almost at the village gates! Any closer and they'll be house hunting. Nicht Legolas. Nein. That sounds bad. Can you fight? No shame in bowing out if you're not up for it. Kisara's right. You don't want to go overdoing it. I... I'm up for it. Really? You ready? As ready as I'll ever be. It's now or never, right? Alfin, right! Great to have you back! Now let's do this! Na, ob das was wird? Sie sind zurückgekehrt, genau. Sehr schön. Emblem erworben, na. Tollpatschiger Ausnahme-Dings da oder so. AL. Tollpatschiger Ausnahmekämpfer. Nachdem er seinen Platz und Sinn im Leben gefunden hat, schwört Law, gemeinsam mit Elfen zu kämpfen. Egal wie ungeschickt er sich auch anstellen mag. Abschlussbonus, Elementarangriff plus 40. Okay. Kämpfer, nicht Dings da. Ja, ja, das ist schon korrekt. Aha. Aha. Inferno-Schlag. Law holt mit einer gewaltigen Faust aus. Das klingt gut. Kritischer Schaden verbessert. Kampfserien-Bonus beim Erwachen. Das ist, glaube ich, neu. Stärkter Gegenangriff. Können wir hier irgendwas machen? Doch, hier ist was möglich. Hier, warte mal. Na, ich mach das. Das ist ein bisschen teurer, oder? Nein, kostet auch zu hart. Wir nehmen das. Danke.
Gegenangriff. RB, ja, ja. Das habe sogar ich schnell genug gelesen, obwohl ich mich etwas matschig in der Birne fühle. Ach, du hast ja nur in dem Moment genau hingeguckt. So. So, was ist denn bei ihm hier? Können wir nichts machen? Können wir nichts machen? Können wir auch nichts machen? Aber so ist nicht schlecht. Besiege die angreifenden Zeugel. Besiege die angreifenden Ziegen. Los, Kuh! Attacke! Milka, wo ist die Milka-Kuh? Spezialkuh. Hey, wo ist die Milka-Kuh? Was? Wo? Oh, das ist nicht in Ordnung. Oh, warte mal, mit denen können wir reden. Wir kommen auf einmal Zeuge her. Warum ausgerechnet jetzt? Ja, das ist die große Frage. Wir sind erledigt, wir werden alle sterben. Na, nicht so negativ. Wenn dann heißt es, wir werden alle zusammen sterben. Ist doch viel schöner. Gemeinsam. Im Kampf. Diese Zeugelnahen haben die Renéa das Dorf schlussendlich aufgespürt. Wir können nirgends hin. Das Dorf ist alles, was wir haben. Ja, ja, ja. Wir müssen uns nie Sorgen machen, dass hier Zeuge auftauchen. Also warum jetzt? Irgendwas stimmt dann nicht. Er liest nur so schnell. Aha. Was? Boote und so weiter? Okay, alles klar. Der Kampf wird jetzt nicht gut funktionieren. Wir brauchen die Kraft des Feuers. Denn Zeugel schmecken gegrillt am besten. Oh Gott, so ein Affenkopf. Remember, if the paint's too much. We've all got our own pain to deal with. I'm done letting others pick up my slack. Here they come. Scheiße. Ah, es ist 32, 31. We can't let even a single one through. There's a firm no Zugo policy. Fine by me. Oh Gott, der Angriff ist so schwach von uns. No, das ist gar nicht gut. Dualim, Dualim. Pompeii, oh, schön gemacht, Greenwell. Ja, dank des Zauberbuchs. Das Beste, was der Shop zu bieten hat. Oh, was war das für ein cooler Move mit dem Boden? Hm, hat trotzdem umgeworfen. Aha, der Move geht trotzdem. Ah, okay, interessant. Bam. Und nochmal. Wunderschön. Ah ja, ich bin jetzt erstmal besonders krankgeschrieben. Ja, Glückwunsch. Jetzt hast du Zeit, dich richtig zu erholen. Und dann bist du wieder topfit. It wouldn't be called pain if it was pleasant. It can be pretty useful though. It's good motivation to improve and get stronger. Hast du die Tropfen bekommen und noch anderes Zeug, oder? Anyway, I'm glad we could protect the village, especially after everything they've done for us. Yeah. Ja, aber sicher. You know,
Thistleim kind of reminds me of home. The people here have hidden themselves away out of the fear of being found. Das ist ganz gut, der Fleck hier. Hier kommt man nicht so einfach hin. Though in the end, home was destroyed anyway. Ah, die müssen immer alles kaputt machen, ey. That won't happen here. Oh, is that a hint of fighting spirit I sense? Yeah. I won't lie. Some of these memories will take a while to process. But I've learned something too. My rage, this fury I feel at our so-called rulers, it comes from having so much of myself stripped away from me back then. No. Friends, family, home. They took everything from me and left me with nothing but guilt. I was completely Tropfen der Rest ist, was ich sonst immer bei der Erkältung mache. Ah, okay. But not anymore. Since I awakened, I've met people who I care about. Friends who hold me up. Friends who make me feel like I'm worth something. And I won't lose that. Not ever again. I'll protect those bonds with everything I have. That's why I need to keep fighting. But Xion comes first. Of course. First we rescue Xion, then we defeat Vol'ron and liberate Danna. Everyone, will you fight with me? Say the word and I'm there. Certainly no objections. Then it's agreed. Our next stop will be the capital, Pelegion. Pelegion. According to the villagers, there's a huge cliff separating Thistleim from the capital. Luckily for us, there's a path we can use to climb up. Sounds like a plan. Let's go. Es hört sich immer mehr nach einem nahen Finale an. Na, das dauert noch 1000 Jahre. We don't know what lies ahead. We should prepare well before we venture forth. Yeah, can't exactly fight at the top of your game. Mahava wird vermisst, ja, der ist ja untergegangen mit dem Schiff. Aber ich versuche jetzt nochmal auf die andere Ebene zu gehen. Da gibt's bestimmt auch noch was für uns. Wait. Don't tell me we still haven't found him. It's not like we haven't been looking. I've covered the whole length and breadth of the coast, but... All of the other crew members are accounted for, including us. But we weren't able to find Mahavar. He's still missing. I see. Perhaps he couldn't bring himself to abandon the ship. You mean at the bottom of the ocean? Geht das manchmal viel zu schnell. Damn it. We don't know that it sank. We all washed up on the same shore. If the ship went down, isn't it strange we haven't come across a single piece of debris? Ja, aber ich denke, der Kampf mit dem, also wenn das der letzte sein sollte, so wie es aktuell ausschaut, dann wird das schon ziemlich lange dauern mit dem, weil der ist unfassbar mächtig. All we can do now is press on ahead. Fine, let's get going. Aber das werden wir sehen. Thistleim was founded by Danann's fleeing the tyranny of Renan lords, right? But when you first came, they must have known Dohalim was Renan. So why do you think they let us in? They almost didn't. But it wasn't just Dohalim they were wary of. They didn't trust any of us. Even the weird Danann's just like them? When you live life in constant fear of being pursued, it's only a matter of time before all outsiders start to seem a potential threat. Mm. I suppose that makes sense. So how did you convince them to trust us? You saw how destitute the village was. They needed food, badly. We hunted some Zoogles for them. That seemed to do the trick.
Ich meine, mit dem finalen Bosskampf, das ist ja manchmal viel zu schnell dann da ist. Mhm. Das ist immer mal so. Mhm. So, und die Nummer 3 nehmen wir noch. Dann gehen wir aber weiter. Dein Gesicht ging es mir zum Beispiel so richtig so. Okay, ja. Natürlich nicht. Shion ist unser Freund. Almadria war die, die ich hasste. Für so lange, wie ich mich erinnern kann, hat sie als Symbol für mich von allem Renin gegeben. Aber seit ich Shion kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass es keinen Sinn macht, Menschen zusammen zu gruppieren. Every individual is different. I see. Yeah. Besides, the situation with Almadria was something else entirely. I'd already decided I wasn't going to kill her, but when I saw her die right in front of me, a part of me thought it served her right, that she'd gotten what she deserved. But another part regretted that someone else had come along and killed her instead. Don't get me wrong. If I had the chance again, I still wouldn't kill her. But it's not like I'll be shedding any tears now that she's gone. No. It's all so confusing. I don't know how to make sense of any of it. Who said it had to make sense? Huh? Rinwell, you've done nothing wrong. You've started to question the beliefs you've held all your life. It's only natural for you to feel disoriented. You didn't give in to the hatred you felt for Almadria. You made a choice not to kill her. Mm-hmm. And that's significant, whether you realize it or not. As for what it means exactly, that might be worth taking some time to figure out on your own. Some time. Or don't, if you don't want to. It's just an idea. I'm still searching too, remember? No, you're... I think you're right. It can't hurt to keep searching after all. And hey, thanks, Kisara. Gute Gespräche. Erst war ich enttäuscht, dass da doch noch so viele Zwischenstopps gibt und am Ende war es dann direkt der Bosskampf, wenn man den letzten Teil der Hauptstory startet. Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn das dann so wie abgeschnitten ist, dass du sagst, was, schon zu Ende? Das ist eben dann nicht rund, das ist immer irgendwie schade, dass irgendwie die Zeit fehlt beim Entwickeln. Okay. Ihr wisst, wie man gegen Zeuge kämpft? Dann muss ich euch um einen großen Gefallen bitten. Ihr scheint wirklich in einer ernsten Notlage zu stecken. Ich hätte schwören können, dass wir bereits alle Zeuge ausgelöscht haben, die ins Dorf gelangen wollten. Wo ihr wart das? Die Zeuge versuchen gar nicht, uns anzugreifen. Sie stehlen unsere Fische. Eure Fische? Ja, diese Affenzeuge haben riesige Arme. Sie schlagen mit ihnen auf die Wasseroberfläche und erzeugen so massive Schockwellen. So betäuben sie die Fische, damit diese an die Oberfläche treiben und dort einfach weggeschnappt werden können. Irgendwie haben sie es in letzter Zeit gelernt. Und sie sind verdammt gut darin geworden, weil es uns hungrig macht. Das ist ja echt in der Patsche. Verdammt richtig. Es ist ja nicht so, dass Fische auf Bäumen wachsen. Diese Raubfischerei ist nicht gut für unsere Gewässer. Ist das so? Aber es geht also eher darum, wie sie fischen, als um den Fakt, dass sie euch die Fische wegschnappen. Ihr seid die Einzigen, die das Zeug dazu haben, diese verrückten Affen zu vertreiben. Können wir uns auf eure Hilfe verlassen? Ja. Okay. Auf jeden Fall, wir werden diese fiesen, fischenden Zeugel ein für alle Mal vertreiben. Ich hätte es selbst nicht besser formulieren können. Die Situation hat es echt erzürnt, da sie selbst Anglerin ist. Great job. Das ist äußerst nett von euch, Ma'am. Tut mir leid, dass ich euch das aufbürde, aber wir wissen das sehr zu schätzen. Angelnde Scheusale. Alles klar. Wenn man es weiß, versteht man das ja auch, aber beim ersten Mal habe ich damit gerechnet, wie eigentlich immer. Außer einmal vorher. Mal sonst wohin rennen. Ja, okay, hm. So, und jetzt wollte ich aber hier nochmal neben das Gasthaus bei den Fragezeichen. Wo kommen wir denn da hin?
Das müssen wir uns nochmal anschauen. Hier, ne? Ja. Dieses Dorf wurde von Überlebenden gegründet, die vor dem Terrorregime in Belegion flüchteten. Sie waren auf der Suche nach einem besseren Leben, fernab von der Unterdrückung durch ihre Nähe, und ließen sich schließlich hier nieder. Es ist jedoch Jahre her, dass die letzten Flüchtlinge herkamen. Ich weiß gar nicht mehr sicher, wie lange genau. Ich frage mich, was dort geschehen sein könnte, das den Strom an Menschen abreißen ließ. Als ohne zu speichern eine fremde Höhle, böse Falle. Nicht doch. Wir sind stark genug. Hier passiert schon nichts. Oh, okay. Seid ihr Fremde? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der nicht aus diesem Reich kam. Ja, Großvater hat immer gesagt, wir sollen nicht mit Leuten wie euch reden, weil ihr unheimlich und gemein seid. Was, das ist ein Junge? Das hier ist ein Junge, oder? Könnte auch ein Mädchen sein, aber das ist ein Mädchen. Wieso steht da Junge? Das sind doch zwei Mädels. Naja, gut. Das ist doch kein Junge. Aber es soll wohl einer sein. Einer der Gründe, weshalb dies der perfekte Ort zum Verstecken ist, sind die Berge um uns herum. Sie schützen uns vor renähigen Augen. Du hast recht, Bejahrter. Na gut, mehr gibt's hier nicht. Und wenn der jetzt was gekauert hätte, dass die angegriffen hätte, dass du nicht in der Nähe warst, dann drehe ich die Zeit zurück. Alles machbar. Ich werde natürlich nochmal speichern, bevor wir in die andere Richtung gehen. Wo ist denn das Ding jetzt hingeflogen hier? Ah, keine Ahnung. Rüttel fliegt einfach weg. Hier noch irgendwie? Ah ja, haben sie ja runtergeguckt. Okay, das sind die Fische da hinten, da brauche ich jetzt nicht nochmal hinrennen. Ah, hier ist er wieder. Am Boden. Ah, hier unten, hier. Hallo. Das, was hat er? Ein Stern. Ein Stern auf dem Kopf. Eine Sternenhaarspange. Hält das Gesicht des Trägers sofort auf. Ja, wirklich wahr. Ja, wie kommen wir eigentlich in den Eulenwald nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. So, jetzt können wir aber nochmal speichern. Nanu, was ist das? So. Naja, auf geht's. Gab es ein Update für das Spiel, dass die Eule sich mittlerweile besser anhört? Ja, die hören sich alle anders an. Wenn du eine andere findest, die hier klang besser.
Nee, ein Update gab's nicht. Da ist nichts gekommen. Schnelle Reise. Ach, hier geht's auch lang. Boah, cool. Dschungelatmosphäre. Was, besiege viermal Therapienfäust? Oh, oh. Oh, wow, das ist so. Ach, hier ist unser Lagerfeuerfreund. Hier ist auch nochmal. Also zweimal. Ah. Wir werden besser mit sie tun. Das klang ja furchtbar. Ja, die klang jetzt schon viel schöner. Das hat mich auch mega gestört. Was sind das für ein Geräusch? Da. Treppen. Was ist das hier? Ah, hier kann man angeln. Hm. Oh, die sehen nicht ohne aus. Attacke! 32. Mitten in der Luft. Oh, perfekt ausgewichen und gekontert. Hm, so gut. Mit dem Eis sieht so mächtig aus. Ist echt gut. Oh, Rinwell hat 29. Oh, gut. Tomate. Oh. Ah, Silberstück können wir abgeben. Ah, das ist gut. Ah, da hinten sind wieder diese Affen. Hier können wir angeln. Hm. Das sind grüne Glühwürmchen. Das sieht cool aus. Machen wir das Licht aus. Die sind das, die wir besiegen müssen. Na gut, die Meldung haben wir schon mitbekommen. Aber erstmal nehmen wir den Kopfsalat. Schnell. Du machst das wunderbar. Oh, okay. Direkt in der Luft weggeschnitzelt. Das war von Rinwell, okay. In dieselbe Farbe. Schon ist er zerplatzt. Die Mission müssen wir gleich mal gucken. Indeed. I much prefer the forests in Menencia myself. Ah, okay, da werden wir noch die anderen treffen. Alles klar. Nein, das sind sie nicht. Das sind die Schweine. Zitrone. Wow. Voll in die falsche Richtung angegriffen. Ah, super.
Ja, wo sind wir? Wo sind wir? Na? Na? Na, so wird das nichts. Ja, hallo. Wilder Keiler 32. Ui. Können wir mal ans Ausweichen denken? Schön. Hüpf doch auf. Die Sache. Toll. Dualim. Dualim, ja. Okay, sauber. Dann hört sich sofort auf, der Angriff. Da ist noch einer. Kommt der jetzt noch dazu? Auch nicht schlecht. Schönes Grün. Everyone still in one piece? Dualim, 28, nice. Na? Wo? Hier drin? Aha, hier geht's wieder lang. Na, ich gehe mal da lang, wenn wir zu dem Händler gehen. Tomate. Ah, hier oben, alles klar. Uah, nicht runterfallen. Hohoho. Rechtsverband. Ein trügerischer Verband, der das rechte Auge des Trägers abdeckt, obwohl dieser ohne ihn perfekt sehen kann. Na gut, das ist jetzt hell. 25 Eulen haben wir jetzt. Cool. Ah, die Musik. Aha. Oh, was ist das? Aha. Das sind die anderen, glaube ich. Das werden wir gleich mal schauen, ob das die sind. What's up? Once we get to the mountain, the terrain won't be easy. We should rest up here before pressing on. But what about Xion? She's waiting for us. All the more reason to conserve our energy. Huh? It's not only the mountain. Hard though that may be, it's a pittance compared to what follows, namely Volron. We wear ourselves out now, or worse still, get injured. We might as well show up gift-wrapped. Right, Kisara? That's right. Besides, Alfin still hasn't fully recuperated yet. I'm fine. Don't stop on my account. Oh, really? Well, in that case, it's me who wants to take a rest for a while. Does that suit you better? A little bit. So, Moment mal. Ich kann einfach gar nicht hier so rübergehen, oder?
Ah, doch. Ich habe eben statt Eulen Beulen verstanden. Wird es meine Temperatur wieder gestiegen oder es liegt am Druck in den Ohren? Ah ja, das kann auch sein, ja. Wahrscheinlich der Druck. Ich will mal kurz was trinken. So, Alfin, 300 years, huh? Care to share the secret to such a long and healthy life? I wish I knew. Once I left Lenegas, the next thing I remember is waking up in Calaglia. Everything in between is a blank. You mean there are still gaps in your memory? I've heard of starships with devices that can stave off imminent death by putting their passenger into a tiefer Schlaf. They're usually only intended as a temporary solution until proper treatment for an injury can be obtained. You think he might have been asleep in that starship for 300 years? But why? What would be the point? Might this Naori have had a hand in it? What do you mean? If she's Renan like you say she is, she would have understood how to operate the starship better than yourself. You're saying she deliberately put me to sleep for 300 years? Dohalim, that's a bit of a leap. Forgive me, I spoke out of turn. I'm merely thinking aloud, that's all. Shion and the maiden Naori. After 300 years, it's not unreasonable to... Oh genau, das könnte die... Das ist die entfernte Tochter sein, sozusagen. She also just so happens to be connected to you. Is it merely a coincidence? Oh, das ist so spannend. Like I've told you a million times already, I wouldn't know. Well, if you're absolutely certain that it couldn't have been Naori, then I guess I must have been mistaken. Complicated machinery can sometimes break down or have failures. Sorry for being presumptuous. Hold on a sec. Alfin, you said the mask was to placate you, right? To keep your guilt and rage in check? And you were wearing it the whole time you were asleep, right? I guess I must have been. So that's 300 years you were wearing it. It's just a hunch, but do you think that the mask might be... the reason he lost all his memories? All but a select few strong ones. So deeply ingrained in his psyche that he saw them in the form of dreams. It's not completely out of the question. No. In which case, maybe it was the mask numbing his sense of pain, too. It's certainly possible. As for how, I wouldn't know. But the dampening effect on his psyche could have manifested itself physically as well. I'm sorry for snapping at you back there. It's thanks to you that I feel like I'm... no, that... we're finally getting somewhere with all this. No apologies necessary. Reading others' feelings has never been my strong suit. Mm-hmm. So he finally admits it. Shion's okay. I get why you're concerned. But if you don't rest when you can, you're going to regret it. She's right. Ob die das weiß irgendwie, nicht Shion? We need our rest to conserve our strength. Yeah, you're right. Thanks, you two. No problem. We'll save Shion. I know we will. So, was essen wir denn jetzt? Grillhähnchen. Blattfisch. Grillpilze. Gemüsesuppe. Gemüsesaft. Knorri. Ich glaube, das müssen wir essen, was wir noch nicht gegessen haben. Apfelkuchen. Käsefondue. Speckbrötchen. Das habe ich das letzte Mal gegessen. Bouillabaisse. Haferbrei. Also, wir müssen auf jeden Fall essen Käsefondue oder Knorri. Was nehmen wir denn? Elementarverteidigung. Ja, Elementar macht ein bisschen mehr Sinn. Gut, dann haben wir uns entschieden. Vielen Dank. Let's go. Thanks for waiting. Eat as much as you like. Oh, wow, wie hat sie das gemacht? Ja, Nori, Knochi, Knochen, schön knusprig. Oh, was haben wir jetzt hier? Oh wow, was ist das?
Oh, Shion? Das sind wir. Alone. I'm all alone. Was zum Hänger? Der ist total durchgeschnappt. Let's go. We don't want to keep Shion waiting. So, wir lassen die aber trotzdem noch ein bisschen warten. Weil die Zeit ist halt zu knapp. Ich wäre aber mal. Wo sind der jetzt hier? Da steht er schon. Hier geht's dann hier durch. Ah, okay, das ist hier alles. Oh. Das blendet. Na gut. Sieht nach Gehirnwäsche aus. Ah, irgendwie schon, nicht wahr? Ja, okay. Sieht's aus, waffentechnisch? Oh. So, die haben wir jetzt drin. Dann kommt verbessert. Oh, wow. Oh, das sieht cool aus. Nice. Die Farbkombi ist ja furchtbar. Aha, das ist jetzt ein neues Schwert. Solide Schneide. Scharfer Gigazahn. Oh, glänzender Astralkristall. Was? Stufe? Stufe 5, okay. Ein Langschwert aus extrem robustem Material zerstört alle Mauern und Steine mit Leichtigkeit, ohne die geringste Spur zu hinterlassen. Ich glaube, es ist 2337. Ahaha. Genau. Ja, warte mal, da kann ich doch. Das habe ich ja gegeben. Das sieht auch gut aus. T2. Die finsteren Schwingen. Eine alte Legende Danas über einen Helden, der mit Hilfe einer Eule und einer Taschenlampe einen bösen König besiegt. Ihr Ursprung ist unbekannt. Ah, Statutenfragment. Also ihm kann ich hier gar nichts holen. Was haben wir hier noch? Das haben wir, glaube ich, noch mal gesehen. Verbessert. Allmächtig geflochtene Handschuhe wahrscheinlich. Die sehen sehr schlank aus, aber sind sehr mächtig. Verbesserte Eisenpanzerhandschuhe für den Nahkampf. Nach zahlreichen Verbesserungen haben die ultraharten Fäustlinge einen leichten Glanz. Oha. Du hast doch gesagt, dass die Zeit knapp ist und mein persönlicher Akku liegt so bei 2%. Ja. Das passt ja. Verbessert, ja. Verbessert, ja. Blendgranatschild. Und das ist ganz neu. Boah, das sieht ja mega gut aus. Also wir brauchen ganz viel glänzende Astralkristalle. Na super. Ein Schild, den die Waren von Elde Menantia benutzen, erglänzt vor Stolz und Ehre. Und kein Kampf kann ihm einen Kratzer zufügen. Boah, ist das gut. Sehr schöne Details. Und bei ihm? Verbessert hier. Oh, auch nicht schlecht. Und passend zum Haar. Ja, alles coole Sachen. Aber uns fehlt gutes Zeug.
Gut, das ist Flinkgänge Stufe 3, Level 3, 10. Bewegung Flucht 50, Level 2, Level 3. Okay. Aber das nehme ich gleich mit drin. Hey. Did we really just spend that much money? Ja, hallo? Ja, wir haben nichts mehr zur Heilung. Muss jetzt mal ein bisschen großzügig einkaufen. Oh, cool. Oh, Regenbogen. Yay. Yeah. Schön. Na, gehen wir mal hier lang. Das sind... Die müssen wir jetzt mal. Whoa! Get a look at this view. Don't get so drawn into it, you fall over. Ja, das habe ich gerade gesagt. Ich hoffe, dass die das sind. Ja, also ist das so mit Stufenverbesserung, dass man dann das Neue bekommt. Gut. Und tschüss. Erstatte dem Kundenbericht. Okay, dann waren das alle jetzt. Ah, was haben wir hier? Roter Lavendel. Ist nichts drin. Was ist hier? Kopfsalat, Tomate. Wir müssen eh hier hin. Können wir auch gleich springen. I always hear you muttering to yourself whenever we're in battle. So, just what are you saying? Why do you want to know? Does it bother you or something? Not really. It's just the way you talk is sometimes kind of creepy. So I was wondering if you vent your frustration through your magic. Are you yelling, "You stupid jerk!" or something like that to pump yourself up? What? No, that's not what's happening during my incantations. I'm just focused, so I match my tone to fit the mood of whatever I'm trying to invoke. Invoke? How do I put it? Basically, the elemental astral energy behind each art, I guess. Astral energy? Hold on. Are you saying you can talk to astral energy? Not exactly. But if I put emotion into what I say, it's easier for me to properly cast my arts. That makes sense? Kind of. Okay, so if you can talk to astral energy, then you can ask it to, like, predict the weather or find secret treasure? Wait, you don't really think that, do you? Or you can ask it to send down lightning to where there's bad guys lurking and... May lightning condemn those who bear false. Thunderblade! Ah, what are you doing? You almost fried me with that! I just asked the astral energy to send down lightning where there were annoying boys. So, so. Die Rinwell. Hey, Moment, ich muss ja hier raus.
ist er ja. So, haben wir alles erledigt. Okay. Okay. Die Kisara gleich. Wir haben sie alle ausgelöscht. Yes. Ich liebe es wirklich zu angeln. Es gibt nichts Besseres, als rauszugehen und seine getreue Angel auszuwerfen. Ja, sage ich auch immer. What? Oh, eigentlich benutzen wir hier Netze zum Fischen. Das geht viel einfacher. Really? Er tut was? Sie fischen lieber große Mengen, wohingegen du den Nervenkitzel des Zweikampfs schätzt. Das ist einfach ein anderer Ansatz. Wenn du meinen Angelpartner suchst, komme ich gerne mit. Dohalim. Oh. Wie sie hier guckt. Ach, das ist echt zu schön. Da müssen wir gleich mal ein Bild machen. Ja. Oh, hier geht's ganz schön zur Sache. Das war noch gar nichts. Es sieht so aus, als hättest du einen ganz schönen Brocken am Haken, Kumpel. Was? Ah, die Verhältnisse sind ein bisschen anders. Danäscher Mann. Wie auch immer, danke für eure Hilfe mit den Affenzeugen. Jetzt können wir wieder in Ruhe fischen. Abgeschlossen. 3800 gleich nochmal drauf. Und Trank des Lebens. Schön. Dohalim, I'm going to look into some seasonal fishing spots. Hmm, by all means. Leave the preparations to me as well. I'll bring the rods. Would you prefer your fish served grilled or gegrillt? Raw? I'll trust your judgment, Kisara. Roh natürlich auch, aber anders. I don't know what to do. Things can't go on like this. What do you mean? Ah! Oh, it's you, Rinwell. You were talking about me, weren't you? No, I wasn't. I've just been thinking about some things. Really? How unusual. Cut it out. I'm being serious here. Sorry. I was thinking about... You know how I used to work for Ganabel back when I was in Cislodia? Yeah, of course. You were brought in after the Snake Eyes killed your friends, right? I mean, you had to. Right. I used to have nightmares about it when I fell asleep. But lately that's been happening a lot less. I don't know how to feel about that. That's a good thing, isn't it? You should be happy. Yeah, but... I did a lot of terrible things back then. And I'm scared I'm starting to forget what I did. Okay, so let me just get all of this straight. You think you'll forget everything if you stop having those nightmares? Why? Because, you know me, I'm freaking stupid. But it sure doesn't sound to me like you've forgotten. Oh, yeah, but still. I don't think those nightmares going away means you've forgotten. Maybe it's a sign that you've come to terms with what you did. Come to terms? You mean like Alfin with his past? You think that's what's happening? Yeah, I do. You're pretty amazing, Law. I am? Yeah. Not all of us have figured out how to accept our pasts. Least of all, me. Rinwell. Okay, da haben wir schon die Nächsten, die zusammenkommen. Ja, wir müssen Ganataros wegen der... Behausung, ja. Schimmel. Was, Schimmel? Herrscher. Okay, das wird immer sehr spannend durch diese Geistersache. Sind natürlich wieder alle da, nicht wahr?
Also hier ist dann irgendwie Schluss. Okay, wir gehen jetzt mal hier links weiter. Ach, hier durch. Oh. Ah. Nein, nein. Geh weg. Ah, 4400 Gold. Sehr schön. Sehr schön. Der Stein ist wieder da. Hm. Hey. Nice. 999. Hier hoch. Hier durch? Ja. Boah, das sieht gut aus. Thermalstein, okay. Eine Reise. Ja, sehr gut. Cool, dann können wir nämlich hier rüberspringen. Hey. Ständiger Kristall. Ah, Widerstand. So viel gleich. Cool. Was? Astralkristall? Boah. Okay. War hier direkt im Wasser. Oh. Boah, das sieht gut aus. Oh, können wir irgendwie runtertauchen? Wir brauchen von dem einen die Stufe 5. Gut. Das werden wir wahrscheinlich so nicht finden jetzt. So, dann werden wir direkt mal springen. Sehr praktisch. We should be able to cook here. So, dann werden wir hier gleich mal speichern. Und gönnen uns noch mal einen Ausblick hier in das andere. Mhm. That's what we're going to climb?
The villagers managed it on their escape from the city. We're going in the opposite direction, but where there's a will... There's always a way, right? And it looks like we're out of options. Let's grit our teeth and go. Is it just me, or does Rinwo suddenly seem much more comfortable around Dohalim than she used to? I noticed that too. When the two of them came and found me together back on the beach, I could hardly believe my eyes. It's not like we had a choice or anything. Law and Kisara had to hang back to convince the villagers we meant them no harm. More than that, though, there are a lot of things I've still got to come to terms with regarding Almadria. But I guess I'm through making snap judgments based on someone's origin. At least, I'm trying to be. I guess you could say it's a work in progress. I see. You hear that, Law? Sounds like all that hard effort wasn't for nothing. Yeah. That's got to be reassuring to hear, right, Dohalim? Not being subjected to unwarranted suspicion is certainly welcome. Yeah, that long-winded way you have of talking, though? Not so much a fan of that. I think that's more of a personality thing than a Renan trait. Really? In that case, I won't have to feel guilty getting annoyed by it. Drückt sich eben gewählt aus. Ja. Setting gefällt mir richtig gut. Oha. Der Zählmaße 32. Wow, was war denn das? Mann, Law, ich habe Kisara ausgewählt. Guess we don't know our own strength. You could say that again. Crap. This injury hurts more than I thought. Shion, sorry, but could you... Ja, die kann ich gerade nicht heilen. Sieht alles sehr, sehr alt aus. Bestimmt ist davon auch sein Helm. Was, Law ist tot? Was zum Geier? Wie ist denn der tot? Yeah,
Ja, die Leiste ist echt stärker. Der ist so gut, der Move. There's always room for improvement. Wow. So, okay. Gut, noch hier hoch. Ja, aus wie ein Raumschiff. Was haben wir denn hier für Glyphen? Oha. Na gut, Gamer Freunde und Ladies, das war's für diese super wunder kurze Runde. Ah, sehr interessant hier. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir Shion dann irgendwie hier finden. In dem Eiskristallpalast oder so. Aber erstmal beim nächsten Mal der Weg nach Legion. Denn macht's gut. Dankeschön. Und